Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last One of Us Part 1. Wir machen weiter hier am Rathaus. Wir haben es ja letzte Woche ist es schon, in der letzten Folge erfolgreich durchs Museum geschafft mit den ganzen Klickers. Das war wirklich Schwerstarbeit, aber ich scheine es wirklich jetzt geschafft zu haben. Ist natürlich erstmal hier wieder das Übliche. Das machen wir mit dem Gamepad. Ist das einfacher, sage ich euch. Das mit der Tastatur. Ist immer so am Rande. Wo muss das jetzt hin? Da hoch? Oder da über den Zaun? Müssen wir den jetzt lang? Da hoch. Gar nicht so einfach. Hier müssen wir wohl lang. Na also. Endspurt, Tess. Na, schauen wir mal. Nur dass es klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folg mir. Taff ja, aber schwimmen kann sie nicht. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich will nicht bedanken. Ja, kein Ding. Schauen wir mal. Nein. Nein, nein. Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Oh. Ups, was? Ups. Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding.
los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Stopp! Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh Mann. Jetzt lauf einfach weiter. Ziel neutralisiert. Sie hat zwei Männer getötet. Verstanden? Tess. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Yes, Sir. Scheiße. Sie werden bald hier sein. Noch irgendwas zum sich aufnehmen kann, scheint nicht so gut. Tja, Tess. Wo müssen wir jetzt hin? Aus können wir anscheinend nicht, oder? Ja. Sollen wir mal weiterschauen hier? Hier irgendwo lang kommen. Geht's nicht rum. Anscheinend rum. Scheint aber so weit nichts zu sein für mich. Ein Gewehr. Sehr schön. Jagdgewehr. Was machen wir?
hinten rum! Joel? Ich hab es. Oh, Scheiße! Jetzt sind wir sie? Trickse ich den jetzt aus? Mann. So, das haben wir auch erledigt. Den Gang. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Ach du Scheiße, ey. Richten. Norden sicher, kein Ziel. Haltet die Stellung. Wir haben die letzten zwei nicht gefunden. Es soll ein Kind dabei sein. Ja, wir haben viele zurückgegeben. Mann, hey, nach heute haben wir diese Firefly-Scheiße hinter uns. Kannst du laut sagen. Joel, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Auf meiner Seite ist nichts. Auch nicht. Er hat ein Gewehr. Hier liegt eine Leiche. Hinter dir.
muss ich denn lang? Ein Soldat. Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden. Stellung halten. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Gebiet durchsuchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommt. So, das scheint gut gegangen zu sein. Schauen wir mal weiter hier. Fällt schon was ein. Scheiße, wie mache ich das jetzt? Wo ist die überhaupt? Ist die?
Kapitän hier. Scheiße, Mann. Ellie? Mir geht's gut. Ach, geht gut. Hey, da, sie geht noch. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will in die QZ-Boston. Der KZ-Boss trifft ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Park Street neben dem Rathaus. Anweiser, Visum und QZ. Naja, okay. Dann gehen wir mal hier die Treppe hoch. Du lässt mich doch nicht hier, oder? Warte da. Ich gehe nirgendwo hin. Kann man da tauchen? Muss ich hier machen. Gar nichts. Kann hier anscheinend nichts machen, oder? Ich bin da jetzt wieder runter.
Zum Teufel geht das dahin, ey. Mist, verdammt. Wirf Ziegelsteine oder Flaschen, um Gegner ab. Also da gehe ich nicht nochmal lang. Hey da, sie geht noch. Zum Teufel. Der Schulter zum Einsatz. Steig drauf. Wirklich? Ellie. Okay, okay. Vorsichtig. Ich hab dich. Wunderbar. Ja, geh doch drauf, Mann. Ah, wunderbar. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na, ich glaube, die beiden freuen sich aber noch an. Ist im Moment noch ein bisschen schwierig, aber ich denke, das wird. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser.
Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Wie wär's damit? Kann doch nicht sein. Ah, jetzt habe ich's. Ja, jetzt verstehe ich. Okay. Na also. Wow. Scheiß die Wand an, ist gar nicht so einfach. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt, aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Klicker. Hier durch. Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie pfeifen? Nicht wirklich. Ich glaube, du hast noch ein bisschen Übung vor dir.
von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir sonst da rüberkommen? Drin kann ich auf jeden Fall nicht darüber. Stell den Fuß drauf. Hör mal zu, du machst es nur auf, okay? Sonst nichts. Geh klar. Vorsicht, Vorsicht! Okay. Okay. Tada! Danke, danke. Danke. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meinte, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. So sieht's aus. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Kommen wir jetzt dahin. Eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Vermutlich schon. Komm her. Mit der hier kommen wir rüber. Nein, lass sie doch da stehen, Herrgott. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig.
Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Die Kleine ist cool. Die ist cool. Gefällt mir. Die Luft ist rein. Komm hoch. Okay. Und jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter hier? Helft ihr mir mal? Ich steck gerade ein bisschen fest hier. Weiß gerade nicht weiter, gibt's doch gar nicht. Hier wieder runter. Wir kommen hier gar nicht weiter. Mm-hmm.
gut. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ach, geh doch da runter, Mann. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Ich habe gerade ein paar Hänger hier drin im Spiel, weiß nicht warum. Mein Gott. Siehst du den Draht? Oh, was zum Teufel! Hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Mann. Ja, ich hab den Draht gesehen. Leck mich. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Oh, Mist! Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute im Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen, gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Suche nach mir. Bis bald. Ezra. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde es jedenfalls schön. Von hier verschwinden. Okay. Irgendwie nicht lang. Boah, fuck, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ein Medikit zu benutzen kostet Zeit. Oh Mist, so ein Scheiß.
Was denn jetzt? Okay, zurück, zurück. Okay. Brauch eine andere Waffe. So kann man es auch machen. Mein Gott. Okay, pass gut auf. Siehst du? Zurück. Na komm. Bleib in meiner Nähe. Ellie, komm schon, wir. Ich hab Gott, dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Joel! Scheiße, sie kommen. Hier, Munition. Seil! Ellie! Was bist du? So schnell wie ich kann! Ellie! Ich bin bereit, Ellie! Halt durch! Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Beeil dich! Hey, komm her! Ich hab doch F gedrückt, Leute. Gott.
Bell, na los! Mist! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher. Bell, sie kommen durch die Tür! Mach sie fertig, sonst kommen wir hier nicht raus. Ehrlich, zurück! Zurück! Verdammte Hacke, ne? Boah! Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur Zucker. Verdammt nochmal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist auch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. So, und wie das ausgeht, ob wir die Teile fürs Auto finden und wie auch immer das alles so weitergeht hier, seht ihr dann in einem anderen Video. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Würde mich freuen, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Zusammen mit mir, ich bin der Danny Spieters. Haut rein, habt ein schönes Osterfest. Haut rein, macht's gut. Bis dann. Ciao, servus und tschüss. Macht's gut. Bye, bye.